Leute, heute präsentieren wir vom In Your Face Gaming Channel euch einen neuen Cast zwischen einem Match zwischen dem Frontläufer und dem Acement, die ich heute dabei habe. Hi. Und genau, sag mir eben Hallo. Ja, das ist zwischen den schneller. Sowjets und den dem OKW auf Bauernhof von Kolodny. Und ich stelle euch eben die Doktrin vor und dann, und danach starten wir sofort in das Spiel. So, der Frontenlaufer, der hat Durchbruch dabei, Luftwaffe, Ground Forces, Sondereinsatz. Der Acement hat Guard Rifle, Gardemotor und Armored Assault, also Wald so Meta. Noch ein bisschen zum Spiel kurz. Das ist ein Automatch gewesen, kein Custom Match. Also die kennen sich zwar beide, wie gesagt, ich habe es ja hier dabei, aber die haben sich quasi zufällig im Ranking gefunden. Okay, und dann sage ich mal, starten wir das Spiel. Okay, auf 3 geht's los. 1, 2, 3. 6, 7, 8. Okay, Frontläufer geht vor mit den Sturmpios, holt sich ein Volks. Acement holt sich einen Rekrut. Ja, und ab und an werde ich mal die Frage stellen, was ihr euch so gedacht habt. Wollt ihr mal eben sagen, was ihr so für Strategien am Anfang hattet? Was habt ihr euch gedacht dabei? Oder erst was wollt ihr machen? Erstmal und die Ressourcen sichern. Also soweit so Standard, erstmal soweit um die Ressourcen sichern. Sprich Treibstoff und Munition. Auch unten ist einfacher, sich mit den Sturmpionieren hinter der Hecke zu verstecken. Das heißt, hier hätte ich einen leichteren Vorteil. Und oben hat man es schwerer, wenn man von rechts angreift, wenn da etwas hier zum Beispiel bei Munition jemand im Haus sitzt, hat man es schwieriger, sich dort durchzusetzen. Beide Spieler wiren hier auch schön. Erstmal ein bisschen was ab, ne? Der Fronti die Deckung, merkt den Zugang. Ja. Da habe ich ein bisschen gepennt und gemerkt, dass ich den Cut-Off nicht richtig gekappt habe. Ja. Wahrscheinlich hast du gedacht, dass der Doppeldraht ausreicht von der Baudauer her, ne? Ja. Mike legt auch Stacheldraht, weitere Rekruten. Mike, warum hast du deinen Commander gewählt jetzt schon so early? Ja, ich wollte into Garde gehen, dann wegen Long Range Power. Also mache ich auch mit einer Flak-Halbkette gerechnet oder einem Lux. Darum dachte ich so, zur Not mal ein bisschen Garde. Ja. Und halt Long Range Kampf auf KW1 wollte ich unbedingt spielen. Sturmovik kann man immer dabei haben. Ja, und für die Rekruten halt PP-Schar. Okay. Und wenn es vielleicht auch sich ergeben hätte, hätte ich auch eine Kanonenhaubitze auf dieser kleinen Map gehabt, die auch zum Covern der Siegmarken sehr gut geeignet ist. Ja, auf jeden Fall. So, in der Mitte steht ein Engagement zwischen den Volks in der Kirche und den Rekruten. Bei den grünen Deckung. Volks gehen raus. So, mein Ersatz. Volks in der Regel nicht, weil sie da nur mit zwei Mann schießen können. So, Mike capt oben die Map durch. Und die rennt auf die Siegmarke. Sucht da Druck zu machen. Bewegt noch ein Volks nach oben. Na, jetzt in die Kirche rein. So. Ja, beim Acement kommt ein Molotov-Tag. Wahrscheinlich um die Faschisten aus den Häusern zu treiben. So. Das sehen wir auch schon. Burn. Genau. So, die Volks capt die mittlere Siegmarke. Der erste Volks rennt hinterm Truck. So, da kommen die Rekruten an. Jetzt stehen uns noch mehr Rekruten zur Verfügung. Ja. Greifen an, rücken vor. Pius. Aber Ivan und Juri sind schon gefallen. Na, leider. So, die Pius capt die den Munipunkt. Frontenlaufer. Ich läufe. Schwer zu sagen. Oh, da rennen die Rekruten in die Deckung. Ja, aber negative Deckung, da müssen sie schnell wieder raus. Also, gerade über negative Deckung angecharrt, ja. Müssen schnell nach Hause. Ah, die kommen raus, oder? Vladimir läuft knapp, rein. Knapp aber. Ja, Vladimir hat es geschafft. Ja, der war in der Grundschule im Sprinten im Erster. Bisschen raus, verlieren schon mal einen Mann, aber jetzt im Nahkampf. Ja. Ja. Ziehen sich zurück. Frontläufer mit gut Map Control. Verpennt aber den Tag. Verpennt den Tag. Captor.
So, in der Mitte Volks gegen Rekruten. Das kann sich jeweils in grüner Deckung, ja. Das wird sich noch lange dahin ziehen. Verstärkung kommt von Süden. Genau, noch ein Volks. Der dritte Volks rennt zum Munipunkt wieder. Oder vielleicht direkt zum Cutter durch. Stimmkios flankieren die Rekruten in der Mitte. Schön Schaden zu machen. Volks rücken vor, machen ordentlich Druck. Sturmpios rennen ins Gebäude. Ins Gebäude, aber ich frage mich, warum die nicht die Vordertür genommen haben. Das war ich mir später im Game auch nochmal bei der Kirche, wo der MP4 rauskommt. Das ist mir auch Spoiler. Etwas, was mir aufgefallen ist. Wenn man Sturmpios hier ins Haus setzt, machen die übelst viel Schaden. Wenn sich die Rekruten hier am Cap befinden. Ich glaube, das liegt daran, dass du, als du diesen Befehl gegeben hast, vielleicht näher an der anderen Tür warst, irgendwie so. So, jetzt wird gecuttet. Mike nur noch mit 10 Fuel Income. So, wieder Rekruten gegen Volks. Das zieht sich. Es kommt jetzt auch ein T1 für den Fronti. Warum? Also. Warum hast du das genommen? Frag ich einfach T1? Mal so. Ja. Weil ich nicht damit umgehen kann mit den Heal Packages. Deswegen baue ich immer quasi das T1 hin, um halt eben Heal zu haben. Und notfalls, ja, im Gegensatz zu so etwas wie dem Lux oder so, was mit einer Zeit seine Wirkung verliert, ist so etwas wie ein Infanteriegeschütz wesentlich effektiver. Also sprich, es bringt auch was. Man stellt es irgendwo hin und es macht schon irgendwie seine Kills. Ja. Ganz kurz, in der Mitte drücken die Rekrutenhorden die Volks weg. Und holen sich jetzt die Map wieder. So langsam aber. Natürlich jetzt einen schönen Vorsprung für den Fronti. Mike hat sich ein T2-Tech geholt. Gut. Für eine Sys später wahrscheinlich und Maxims. Ja genau, langsam. Das ist mein Plan. Langsam kommen auch die 3 CP, dann kannst du dir ja PP-Chars holen, das ist natürlich ein schöner Infanterievorteil dann. So, jetzt kommt MG34 von Fronti. Ein bisschen Ressourcen geflattet. Also hättest du dir eigentlich auch eine Flakhalbkette holen können oder ein Like auch noch. Ja, aber ich war mir nicht sicher, was er nimmt. Und sobald so etwas wie Garde kommt. Ja. Ich persönlich finde, da kann man immer noch mitspielen. Ich meine, das Ding hat ja auch. Oh, oben die Volks. Der ganz ja, oben. Ja, das wird ein Fuck, oder? Das wird ein Fuck. Renn! Horstel. Lauf, Wilhelm! Lauf! Ja, negative Deckung. Da hat er gerichtet. Aber der wird sofort nachgebaut. Schreit nochmal kurz auf. Der Mike holt sich unten die Siegmarke, macht schönen Druck. Sehr gut. Maxim rennt in die Mitte, ab ins Haus. Da sind sich die MGs gegenüber. Nee. Nicht. 34 geht wieder raus. Hier wird immer direkt alles überholt, was ich sagen will. Doktrinwahl. Genau. Ja, was hast du dabei gedacht? Ich meine, ist jetzt nicht so. Ist einfach Fallschirm geile Doktrin, Jäger, ne? Das ist eine richtig geile Doktrin. Du kannst dir Flakstellungen bauen. Die sind gut für irgendwo mal Cut-Off oder so abzusichern. Fallschirmjäger sind richtig super. Die können also richtig Schaden machen, sind zwar teuer im Unterhalt, aber hey, wenn sie mit Wett, wenn sie irgendwann mal Wett haben, dann sind sie eine wandelnde Ein-Mann-Armee. Du hast diesen Aufklärungsflug, der auch Rauch abwirft, gerade gegen Maxims und so eine Sache effektiv. Mhm. Und du hast, was ziemlich unterschätzt wird, die beiden Fähigkeiten, heldenhafter Angriff und, was eine richtig OP ist, Duftangriff mit Stuka. Ja, also nur geiler Scheiß dabei. Also es ist, glaube ich, auf jeden Fall im 1 gegen 1 die beliebteste Doktrin bei den beim OKW. Vielleicht jetzt wieder ein bisschen mehr Sondereinsatz wegen mehr Lux und so, aber ansonsten. Ja. Die Fallis sind auch meine Lieblings-Elite-Einheiten. Die sind gut auf allen Ranges, da kommen sie auch schon. Die im Flugzeug. Da kommt schon was runter, ja. Ja. So. Mal sehen, wo sie landen. Zum Spiel, da oben. Volks gegen Rekruten. Ah, 4-Mann Rekruten sehr low. Werden nicht anvisiert. So, die Volks cutten wieder. Wird wieder ordentlich Druck gemacht. Und Fallis gegen die Pius.
Ja, da schießen sie los, negative Deckung. Da muss Mike retreaten. Da war ich mit den Augen gerade ganz woanders. Zack. Packner demonstriert, was sie können. Also keine Chance, die Pios. Kommt halt das Problem, wenn man dann mehr wie 3-4 Einheiten hat, dass dann man schon bei Mike und manchmal überfordert ist. Ja. Kommt eine Sisgun für Mike. Mörser hat er auch schon. Dann geht mehr so auf Combat Arms. Wollte ich machen. Genau. Ich verpenne wieder den Tech. Mit 138 Joule. Okay, also so früh musst du ihn ja jetzt noch nicht machen, ne? Du kannst ja eh nichts draus holen, außer eventuell Obersolis. Aber die wolltest ja scheinbar nicht spielen, da du dir Fallis geholt hast. Ja. Zurück. Da ich sehe, dass ich den Kampf. Ja, gut retweetet. Manpower sparen. Ja, nicht. Aber richtig guter Move. Die Rock Conscripts in den Retreat-Weg gestellt. Ja, aber leider hatten die noch keine PP-Char. Kein PP-Char und auch kein Wett, aber schon mal gute Taktik. Ja, also. Keine Gefechte kämpfen, die man nicht gewinnen kann. Man sieht mal wieder, wie sich der Wire da bei der Mutti bezahlt macht. Ja, vor allem im Early Game. Genau. Dadurch können die Volks nicht die Deckung nutzen und müssen ja gleich auch weg. Jetzt kommen die Rekruten von unten. Werfen eine Granate. Rekruten schaut schon ran, aber die müssen gleich weg. Die werden sehr low. Ja. Machen Molly. Wie lange die dafür brauchen, einfach. Ja. So, unten so, wird eifrig gekappt. Mit Eifrig Cap, Stompius die Muni, falle ich die Siegmarke. Volks cappen oben die Siegmarke. Zumindest hat ordentlich versuchen. Druck gemacht. Ja, zumindest versuchen, genau. Aktuell noch, also während Mike oft gecuttet wurde, von Siegmarken her ist es noch positiv. Die Rekruten vertreiben die Volks auch direkt. Keine Chance da. MG34 in der Kirche. MGs belauern sich wieder gegen sie. Und schön grüne Deckung. Ja, da die Rekruten gegen die Sturmpios. Ja, da können sie nichts gewinnen. Jetzt kommen auch die Fallis von unten. Ja. Fallis mit den 4 MGs. Also, ich muss mal sagen, die Map Control ja theoretisch ausgeglichen, aber Freundchi hat da unten den Punkt nicht. Dann hättest du ja inzwischen mal holen müssen. Weißt du, was ich meine? Über deinem T3, den Punkt. Ja, ich weiß. Also, daneben, rechts daneben, so ein bisschen. Und das war ein Fehler, also jetzt inzwischen nach fast 12 Minuten sollte man den haben. Stompius Captain die mittlere Siegmarke, die Fallis flankieren. Ah, guter Move. Ja, schön mit Smoke gedeckt. Und jetzt können sie jetzt schießen. Jetzt fliegt was? Da fliegt was? Ja, da fliegt die Bundle Nate auf das Maxim, auf die Rekruten und... Batz. Es waren 6... sechs Models, meine, ne? Ordentlich. Jetzt sehe ich auch die Garde und weiß, was er hat. Genau, kannst du schon denken. Und ja. Ich hätte ja auch Guard Motor nehmen können. Aber du hast ja PP Shars. Obwohl, du hattest ja nur eine Doktrin mit PP Shars. Das hättest du nach den PP Shars denken können, nach den ersten. Naja. Aber weil er jetzt sagte, er hat die Garde gesehen und wusste, was ich habe. Dann wollte ich mal einen Einwand bringen. Ja. Dass ich ja auch gerade Motorrüstung hätte haben können. Rekruten mit PP-Chars. Auf das MG34 werden aber sofort gepinnt. Laufen sofort zurück. Richtig, ein Lack. Fronti. Na gut, Short Range. Dem Volksmarsch auch nach oben. Ja, eine trägt zur Siegmarke. Die zwei anderen auf den Cutoff wahrscheinlich und auf die Muni. Einen auf den Cutoff, den anderen auf die Muni. Genau. Schön Druck gemacht. Mörser von Mike baut sich wieder auf, macht sich bereit. Garde rückt aus dem Gebäude vor, kappt sich die Siegmarke. Wahrscheinlich sofort von MG34 unterdrückt. Ne, schafft es noch in die grüne Deckung, aber da werden sie suppressed, ja. Die Volks müssen jetzt wahrscheinlich nach Hause. Ja, werden auch suppressed. Die Rekruten rücken vor. Ja, da kommen die Volks nicht mehr. Müssen wir gewinnen. Unten cappen Rekruten die Siegmarke, genau im Süden. Aber also, eifrig Siegmarkenwechsel hier. Doppelrekruten rücken auf die Volks vor. Stellen erstmal in Deckung. Aber, eine Bewegung, da sehe ich doch. Ja, war wahrscheinlich für die Nate, genau. Da brennen die Rekruten. Ja, erstmal ordentlich Gesundheitsdamage. Einer geht noch raus, der brennt ein bisschen schreiend herum. Und bekam noch einen Headshot von Jürgen. Falle ist auch schon Wert 1. 10 Kills schon. Genauso viel wie bei zwei Volks. H2 Blendkörper. Genau. Der ist auch super. Phosphor.
Ist einfach immer klasse. So, oben wird weiter gecapped. Der Cut-off, da genau. Müssen die Jungs weg. Schmeißt die Granate vor mir. Der Rekrut geht durch. Ja, ein bisschen aber Gesundheitsdamage. Ja, wir haben ein bisschen Gesundheitsdamage, aber jetzt kommen die PPSHs, da müssen sie spätestens weg. So, unten wird Captain Mike sich die Money mit den Rekruten. Ah, das sehe ich mittlerweile auch. Ah, der capt da oben die Money. Ja, wie sieht's bei den Ressourcen aus? Das vergesse ich ja auch gerne mal in meinen eigenen Spielen. Frontläufer mit beide Spieler mit ordentlich Manpower, um sich noch was zu holen. Mike könnte einen Tag machen. Vielleicht ein T70 oder so. Oh, der Rekrut. Ja, und der Money. Ja, der ist hinüber. Negative Deckung. Standen sie an der Wand und wurden niedergeschossen. Ich weiß sogar, dass ich ihnen dort gesagt habe, schau mal auf deine Rekruten. Ja, es war aber zu spät. Und ich war mit meinen Rekruten gerade am Uren oben beim Fuel. Hatte ich unten gerade wirklich kein Auge. Ja, dazu noch Capping-Befehl für die Garde gegeben. Naja, wie es halt manchmal so ist. Ja, no, lustig. Und hey, aber schau, gleich das. Rekruten, gleich die Rekruten das ersetzt durch neue Gardeschützen, Infanterie. Ja, das ist ein Rekrut. Da hast du noch einen Rekrut und zack, ist er weg. Ja. So, die Fallis gehen nicht so pressed. Die laufen rein. Die laufen einfach durch. Die sind zu gut dafür. Hardzeit kommt da auch eine Nate, genau. Bandgranate, aber gleich gedodged. Phosphor. So, stehen auf der Siegmarke. Ja, Frontläufer. Was mit den Ressourcen? Da kommt demnächst ein P4 raus. Ja. Wenn da hättest du, also bei 700 Manpower, da kannst du ja ein P4 leisten und noch mehr. Also, hättest du vielleicht noch mal investieren können, ein Like oder so. Für Smoke und Angriff auf die Maxims. Ace mit Sigale gegen die Sturmpius, seine zwei Sturmpius, aber. Boah, die machen gut Schaden. Wird das ein Wipe? Nee, okay. Bei zwei Sturmpius, die schaffen nicht so schnell einen Wipe. Aber schon ordentlich dezimiert. Ja, schon die waren zu fast wir 3, 20 Kills, das ist ordentlich. Das schafft nicht jeder. Nur die First Captain in Fuel oben. Dann weiter Druck. Die bleiben. Sturmpius Captain die untere Siegmarke und legen eine Mine. Good work. Und sich immer Minengewinn spiele. Ja, PPSHA-Rekruten rennen in die Deckung rein. Supported vom Mörser. Ja, deswegen ziehe ich auch die ein bisschen zurück. Ja, Maxim rückt vor. Freund hat immer noch den Punkt rechts neben seinem Haku nicht gekappt. Ich glaube nicht, dass es noch irgendwann so weit so sein wird. Ja, ich glaube, irgendwann hast du ihn gekappt. Aber da müssen wir dich mal ein bisschen aufziehen. Das geht so nicht. Aber so, bisher hast du es ja so gut gemacht. Also von Siegmarken her 300 zu 430, sagen wir mal grob. Also, aktuell nicht so gut für Frontier, aber von der Map-Control her sehr gut. Soweit. Gerade für den rechten Start. Ist ja nicht immer einfach. Volks rennen in die Mitte, aber werden trotz suppressed. Keine Chance da. Oh, jetzt kommt hier B4 und genau, schießt erstmal neben, überfährt das Wrack in der Mitte. Da schießt das Maxim. Ziskan rückt nach vorne vor. Ah, das will. Yep. Mein MG wird's dann nicht da eben draus schaffen. Oder? Nee. Ah. Hat sich da eben draus geschafft. It goes down. So. Zis rückt vor. Und jetzt passen wir auf den Panzer 4 auf, das wird gleich. Ja. Die eine andere Mine, die Fronti gelegt hat, oder? Ja, vielleicht. Wie siehst du, rückt erstmal wieder zurück. Aber jetzt die kommt die Garde gegen die Fallis, den Helden. Was man nicht sieht, dort wo der P4 steht, steht eine Mine von mir. Und das die sieht man. Ein bisschen da drunter. So, die Garde unten, Captain die Siegmarke. Ich drück die Fallis. Fallis gehen nicht auf den Cut-Off, sondern vor dem Punkt der Base. Warum hast du das gemacht? Ich wollte einfach mal ein bisschen Druck machen und gucken, was hier auch so ist. Und außerdem mal vielleicht schauen, ja, dass ich ins Haus vielleicht komme. Weil, aber, wobei, ich bin mehr so ein emotionaler Spieler. Achso. Oh, da unten, oh, P4, Garde-Vibe. Na, findet nicht den richtigen Weg zum Fuck. Schade, also, jetzt hab mehr, das, dass du durch den Zaun gefahren hättest, ihn haben können.
oben, zwei Rekruten Captain Nimoni, als du gehört. Maxim suppressed die Volks. Schafft das Einfeld noch da weg. Ja, da passt er wohl nicht auf und da sind beide suppressed. Ja. Keine Schnitte da. Die 4 rückt in der Mitte vor. Da kommt eine Preemptive Grenade. So, Mike zieht weiter seinen Command Arms durch, hat sich auch. Schießt daneben. Zwei Maxims. So, Fronti flattet eifrig weiter Manpower. Ich weiß nicht, was ich damit so anfangen soll. Und mein. Ja, Micro vielleicht Infanterie oder so, dann like. Mein Micro-Limit liegt bei 3 Personen. Also und dieses gegen den P4? Ah, kein Schiff mehr rausbekommen. Schade. Aber leider, also eigentlich war da ein Winkel, ne? Schade. Die Sicht war da. Ja. Volks jetzt greifen die Sis an, aber werden von der Horde flankiert. Von der Sowjet-Horde. Zwei Truppen und ein MG. Horde. Ah, alles Horde. Blob. Oh. Basement. Blob for the win. Es ist eine Sowjet-Horde. Es ist auch noch der Mörser. Es ist gerade mal die rote Armee. Oh, oben wird wieder die Siegmarke gecapped. Maxim hält das schon. Oh, Fallis, wo kommen die runter? Mittlere Siegmarke? Einer in der Luft abgeschossen? Ja. Zack, da fallen sie sofort um, wenn sie auf den Boden aufkommen. Ja, so, jetzt werfen sie noch eine Nade. Lauf! War sie direkt vor sich? Nade-Austausch! Nade quasi in sich selber reingeworfen. Das war nicht so geschickt. Also, was sich der Werfer dabei gedacht hat, möchte ich gerne wissen. Wir werden es leider nie erfahren, weil er es nicht überlebt hat. Vielleicht hatte Wilhelm einen Krampf im Arm gehabt. Ja, aber Wilhelm, gut. Werf die Granate! Aber ich habe noch einen Krampf! Egal, Wilhelm, wirf! Ja, Fonti immer noch nicht die Siegmarke neben seinem Haku. Bad work. Sturmpius dann kennt den Mörser, drücken ihn weg. Gute Arbeit mit denen. Fast wert 3. Kriegen sie das vielleicht, wenn sie jetzt noch ein bisschen. Naja, okay, müssen sich zurückziehen. Die müssen nach Hause. P4 Garde machen, sonst sehr lau. Das ist ein bisschen gewagt, so. Die Garde, ja, aber die. So low mit dem P4. Nur von nach A nach B zu kommen. Und ich weiß, dass Mike das Risiko nicht eingehen würde, die Pack ganz weit außerhalb seiner Base zu stellen, wo er nicht sofort Verstärkung reinschaffen kann. Und Gardetruppen können ja auch nicht so viel Schaden machen, um den Dings rauszunehmen. Für den Fall, ja, also. Kalkulierter Angriff. Kalkulierter Einsatz vom P4. Der Fronti ist risikofreudig. Da die beiden Volks kämpfen gegen die Garde. Und der eine Volks, was der rennt zur Sis nach oben. Versucht die zu decrewen. Ja, schön mit der Brandnet. Volks, die anderen Volks helfen auch. Siegmarken, Captain ist für Langweiler. So, weitere Volks gegen die PPSHA-Rekruten. Aber die PPSHA-Rekruten sind schon low. Die können da nicht ewig aushalten. Den Volk. Die treiben trotzdem den Volks. Ja, weil die Volks sind da reingerannt, die PPSHA-Rekruten konnten stehen. Ja. Sis wird ausgeschlachtet. Sehr schön, damit sie da weg ist. Ja, weil. Da kommt eine riesen Sowjet-Horde. Da kommt. Das ist eine Horde. Der Ormann wieder aus der Base kommt. Aus der Base zum Angriff! Oh, der Stalin hat gesagt, Angriff! Und da soll man sagen, Blob lohnt sich nicht. Alle. Die Nummer 2 im Bau. Und ja, da jetzt habe ich natürlich richtig P in die S, dass ich die verloren habe. Du hast gleich 2 P4s und ich habe nichts. Ja, wollen wir nochmal eben. Also, der Mike, der hat schon getaggt. Er hat Fuel für. Zumindest für ein KW1. Aber leider oder keine Manpower. Zwei, wenn er die richtige Doktrin hätte. Ja, genau, aber Fuel hat er, aber nicht die Manpower. Hier muss ich mich langsam. Machst du was falsch als Russe? Die Guards liegen hier unten rum. Was genau, auch immer. Die Fallis gegen die Rekruten. Schön grüne Deckung, zerschreddern die Rekruten. Ja, so spart man keine Manpower, Ascent. Na, die Garde liegen da unten in der Sonne und sonnen sich. Ja. Genau. Aber haben gleichzeitig ein bisschen Schatten durch die Karren. P4 vertreibt die Garde und das Maxim jetzt gleich auch. Ne, ist ein MG34. Und er beutet es. Ja, das hat er von mir geklaut. Der alte Hund. Alte Dieb. Ja, ich hatte ein paar polnische Freiwillige. Oh, die Sturmpios gegen die Garde. Ja, da verzieht sich die Garde. Verzieht sich die Garde.
Sturmpius mit Wert 3. Sofort von Süden angeschlichen. Genau. Weil die Dinger muss man ausrichten. Also, da kriegen sie dann ihre Stun-Nade, die ist natürlich super. Unterdessen SU-85 im Bau. So ziemlich passende Antwort auf die P4-Doppelbedrohung. Genau. Wobei, weiß er, dass ich einen zweiten P4 hab? Ja, der rollt gerade erst an. Ich kann nur bis 1 zählen. Nee. Der andere war noch nicht im Gefecht. 1 und 1 Panzer. Oh. Er hat Püppchen. Hat nichts zu tun. Könnte eigentlich den Punkt erkippen, naja. Fronti ist zu cool für Ressourcen. Püppchen ist okay, so eine Sache, genau. Da ich will's nicht den Gegner schenken. Ach, du sollst den. Du sollst den Punkt neben deiner Base cappen, Fronti. So. Mehr wollen wir nicht sagen. Oh. Granate. Oh! Einer ist erwischt. Ja, aber retreaten früh genug, das war genau richtig. Es hat Hans erwischt. Hans goes down. Sturmpius, die zweiten Sturmpius, noch ohne Wett, cappen den genau für den Fuel. Maxim verzieht sich sofort. Als und sie sehen aus der Ferne. SU-85 greift an, mutig. Die sollte mal aufklären. Genau. So, jetzt fahre ich wieder nach Hause. Rückwärtsgang gefunden von Vladi. Keine Chance, die Sigmar zu cappen, aber da kommt der P4. Da treibt und ein schöner Hit in die Seitenpanzerung. Genau. Ja, da sind die Sturmpius direkt ready zum Reparieren. Mittlere Sigmar neutral. So, da unten kommt das ein MG34 auf die Flakstellung. Ja, wie Fronti es gerade gesagt hat, super, um Sigmar zu halten. Zumindest, ja, wenn keine Pack anwesend ist. Keks, dass er die ganze Zeit im Süden cappt. Ja. Und da kommt die Horde angerannt auf den P4. Schauen wir zurück. Aber nur ein Täuschangriff, weil die haben noch keine Nade. Ja, das kann ich zu dieser Zeit. Das weiß aber Fronti nicht. Ja, das ist der Lieblingstrick, der David einfach anurren und den Gegner so vertreiben. Vielleicht denkt er, SU-85 meldet dass man es kann. Kostet der Mike alles Manpower. Kein KW-1 in Sicht erstmal. Mit 2 Gardetruppen und Rekruten. 3 Rekruten. Und 3 MGs. Und 3 MGs und noch ein Messer. Okay, aber das ist jetzt so mit Wett 3. Genau. Ja, die pinnen dann auch schon 10 Kills. Triple Cap für mich. Triple Cap. Und ordentlich Doppel Fuel, Doppel Money. Also besser kann es eigentlich nicht laufen. Ich muss ja Fronti ein bisschen unterstützen. War nur ein Ranked Match. Ist ja noch oben. Nur! Ist ja das Einzige, was wichtiger ist, ist ein Turnier. Und P4 schießt auf die Garde. Wartet die ein bisschen. Püppchen ist auf der Pirsch und wartet auf Fahrzeuge, die sich zu nah ranwagen. Oh, P4 zerschreddert die Garde. Ja, nach dem letzten Patch waren sie ja nicht mehr so viel Damage gegen mittlere Panzer und schwere, also. Jetzt müssen sie weg. Sturmpius kept in Fuel. Ja, auf der falschen Seite der Deckung. Jetzt werden sie suppressed. Gleich, ja, da ist es. So, SU-85 vor gegen den P4. Ziemlich low, ein Schuss. Ah, er kommt raus. Aber da ist ein Volks- genau. Und ein Pippchen, das wäre das Ende der SU das, gewesen. Das deckt den Rückzug, genau. Die beiden. So, die epischen Fallis rücken wieder vor. Beide Fallis wird 2 jetzt, sehr schön. 14 Kills und 8 Kills. Kommen jetzt hinter SM, oder? Nee, haben sich anders entschieden. Da ist was runtergekommen. Überall sind die MGs und Decken. Luftangriff, genau. Pinnen und zerschießen alles. Und erlaubt es den Fallis an der Front sich zu reinforcen. Das sieht man gerade hier bei dem Falle, den ich ausgewählt habe. Ja, jetzt kämpfe ich sozusagen das letzte Stück bis auf den penetranten Punkt rechts, ja, also und auf den Punkt links. Also ordentlich mehr Control, aber Mike hat noch eine gut aufgestellte Armee. Das Blöde ist, mit diesem View Manpower würde ich gerne was holen, das aber Topcap sagt nein. Captain sagt nein. Was du dir aber hättest holen können, wäre ein T2 zur Reparatur.
Ja, habe ich mir im Nachhinein auch so gesehen. Ich glaube, also das werden wir noch sehen. Ich glaube, das wird auch ein entscheidender Fehler sein, dass du das nicht gemacht hast. So, die Fallis holen sich, die anderen Fallis holen auch noch einen Mann. Ressourcen, aber was hätte so 600 Manpower und Gott und jetzt wie und jetzt Fuel? Kommt der Blob aus der Base mit genau, dem Konterangriff. Die Sowjet-Horde für den Kommunismus. Und? Heldenhafte Angriff, Konterangriff geschmissen. Die MGs, die schießen. Massiver Kampf. Da ist die Sowjet-Horde. Um eine kleine Holzhütte. Genau. Auf das Maxim, aber nee, kommt daneben. Nicht durch, alles wird hier die zerschreddert. Die Volk suppressed. So heldenhaft. Heldenhaft liegen sie im Dreck. Die nächsten Volks nehmen ihren Platz ein, schmeißt sie sofort in den Boden. Und ich muss. Oh, es müssen alle retreaten, ja. Mike hat gewonnen durch die kein verloren. Das war ein großer Fehler von Monty. Jetzt kommt also hier zur Hilfe. Ja, okay. Die vier schießt auf die Rekruten, der macht dazu der Wette im Manpower Beat, aber. Monty hat ordentlich kassiert. Zum Glück keinen Fuck, aber Mike hat keinen einzigen Killer nehmen müssen. Das war natürlich jetzt sehr hilfreich. P4 schießt irgendwie systematisch daneben. Ja, das muss man können. Man könnte hier auch was treffen. P4 stellt sich auf seine eigene Mine. SU-85 rückt im Schneckentempo nach. Genau, weil konzentrierte Sicht. Und die eigene Mine gemacht. Und ein Hit Bats. Und die Mine ausgelöst. Schön, so. Das war unglücklich, aber zum Glück ist P4 Nummer 2 ready. Fährt durch. Na, er rappt erstmal seinen Freund. Ja, an dem Lone SU P4 ist so wenig Substanz, der kann da einfach durch von der anderen P4. Der SU-85 jagt im Schneckentempo den P4, aber nee, will doch nicht mehr. Gute Entscheidung, da unten oben kommt schon ein Püppchen angekrochen. Also währenddessen holt sich Mike die obere Seite wieder. Garde kippt die Siegmarke, Maxim richtet sich aus. Püppchen stellt sich hinter die Hecke, sodass die SU nicht kriegen kann. Er muss Groundshot machen, ist aber dabei ungenau wie sonst. Und Püppchen meldet sich auch mal. Genau, no, capt auch dabei die Siegmarke schön. Aber da kommt. Da kommen die PP-Schal-Routen, die Bösen. Püppchen rennt weg. Panische Angst. No. Aber P4 schießt erstmal zwei Models raus. No. Ivan und Wladimir sind tot. Evgeny jetzt auch. So, da unten wird jetzt gleich mal der P4 repariert. Ja. Hey, ich hab mittlerweile gut rechts gekämpft. Genau, P4 beschießt eigentlich die Rekruten. Volks Garde oben. Ja. Ja. Wett 4 Fall ist sogar dabei. 16 Kills. Der andere mit 9 Kills. Das kann sich sehen lassen. So, der P4 auf die SU-85. Ein Schuss fehlt. Trotzdem will ich mir nicht riskieren, eine Nate zu fangen oder mit den Garde, dass die mich pinnen. Weil wenn ja, das die, kriegen, absolut richtige Entscheidung. Also er hätte nur ein Rekrut ranrennen müssen und du wusstest ja nicht, ob er sich eine neue Sys mal langsam holt. Muss man ja mit rechnen zumindestens. So. PP Schuss, komm. Nicht zu gierig werden. Granate oh. Fliegt, rennt durch. Schön. Müssen aber trotzdem zurück. Ja, PP Schuss ist einfach zu übermächtig. Nummer 1 ist wieder da, um zu melden. Genau, die PP ist beschützen wieder die Siegmarke. Die Fallis stehen erstmal oben ein bisschen rum, haben ein bisschen Brotpause gemacht, aber rücken jetzt vor. Ja, da leider etwas unglücklich der eine. Siegmarkenmäßig ist jetzt Fronti auch im Vorteil. Also nicht nur ordentlich Map Control, sondern auch 210 zu 120, sage ich mal. Siegmarken. Die gehen jetzt schnell runter. Fallis suppressed. Nein, Fallis müssen weg. Die Sowjet, die Rote Armee heilt sich auf. SU-85 wird repariert. Auch immerhin schon Wett 2. Immerhin. Penetration XU. Warum wird da nichts genannt? Ja, komisch. Hat sogar einen Infanteristen gekillt, die SU. Ja. War zufällig irgendwie daneben geschossen. Nee. Ich habe vorhin auf die Sturmpios geschossen. Und da hat es ein Model rausgeschossen. Das ist natürlich gerade zu teure Einheiten. Der Angriff kommt, um den Model zu vertreiben. Genau. Trägt mal weg mit der Masse.
Volks gegen die PPSchar-Rekruten, aber ja, suppressed und PPSchars müssen sie weg. Oh man, das Maxim hält den Fuel. Guten Rücken vor auf das MG34, bitte. So, jetzt meine P4 ist oben, macht Stress. Genau, die zerschießen eifrig die Sowjet-Horde. Jetzt nicht mehr ganz so eine große Horde. Ja, die machen ja, gute Arbeit. Beide schon Wett 2. 37 und 26 Kills. So, da kommt die S85 nach vorne gerollt. Zack. Double P4. Das Maxim oben cappt die Siegmarke. Ein bisschen Druck Wobei wegzunehmen. Ist nicht so riskant. Also, wenn du diese Map Control halten kannst, dann musst du ja nicht zu aggressiv werden. Ne? So. Nein, gut, wenn du weißt, dass irgendwie. P4 hat einmal diesen Molte geschossen und 8 Model, 4 Models rausgeschossen. Ja, sehr schön. Negative Deckung. Die PP-Shards gehen durch. Genau, die rennen schön rein. Ja, da werden sie schon ordentlich dezimiert. Oh, oh, die Nate, die Nate, die Nate, die Nate. Nate auf die Sturmpios beim Reparieren und. Ah, der schöne wird 3 Sturmpio. Ganz low. Der brennt, brennt, brennt. Und schafft er was? Reverse Blitzkrieg. Fährt raus, fährt Er düst raus, so schnell wie er kann, gerade vor. Hinterher aber schafft es nicht, der kommt in die Base. Ja, dann fahre ich mal hier so zwischendurch bei 35 Minuten fast, ein bisschen darüber. Was ist so euer Plan jetzt für die Zukunft? Erstmal an Mike, wie will er sich wieder vorkämpfen? Ich glaube, da kommt schon die Antwort. Mein Plan ist jetzt ein KW1. Genau. Ja, sag mal ein bisschen was dazu. Was willst du damit machen? Endlich mal einen Tank, der mal irgendwo was halten kann und die P4s mal zurückschlagen kann. Genau. Nicht nur die SU-85, die hätte ja auch vielleicht mal flankiert werden können. Ja. Mich wundert, dass er das nicht gemacht hat. Weil mir das mit, weil die SU-85 sehr in der Nähe deiner Basis war und ich weiß nicht, was da wirklich gekommen wäre an Rekruten oder Gardetruppen. Und ich wollte die PVs. Ja gut, Gegenpunkt. Du siehst, also gut, du wusstest nicht, dass ich keine Manpower habe, aber Gegenpunkt, du hattest so viel Fuel und Manpower, du hättest den P4 ersetzen können, wenn du einen verloren hättest bei dem Rush. Das stimmt, ja. Will man aber nicht. Das Wett ist gerade beim OKW sehr wertvoll. Ja gut, aber wenn er weniger Income hast als du, also du hast ja eh noch einen Vorrat, das sowieso, aber wenn er weniger Income hat, lohnt sich das. Ich meine, du würdest ja auch eine Z2 SU-85 killen, das darfst du auch nicht vergessen. Lauf, also. Jevgeni, lauf! Was man nicht schafft das? Hat, der Falli im Haus war ein Rekrut und der Rekrut ist durch die Vordertür gegangen und der Falli. Ja, das habe ich gesehen. Genau, ich glaube, das hat man bei mir gesehen. Hast du kommentiert. Oh, KW1 meldet sich, schießt direkt mal ein Model raus. Ah, KW1. Ja, ja, Fronny, was willst du machen? Du bist quasi am Popcap. So schnell wie möglich das Match hinter mich bringen, indem ich alle 3 Siegmarken cappe und die letzten Siegmarken ihn wegnehme, damit ich das Spiel noch gewinne. Wow. Und das, und wie man wahrscheinlich hören kann, das ist meine Todsünde. Ich habe absolut keine Geduld. Auch eigentlich hast du ganz, sag ich mal, durchaus Geduld bewiesen. Andere wären vielleicht überflüssig aggressiv gewesen. Ich meine, jetzt in die Basis fahren und die SU-85 killen, wenn alle Rekruten zur Verfügung stehen, macht das natürlich keinen Sinn, aber gibt so Momente, wo du den vielleicht hättest, die SU-85 rausnehmen hättest können. P4 fährt unten rum. Genau. Der andere P4 greift den Mörser an und findet die SU-85, flankiert sie. Püppchen schießt auch rein. Ah, der P4 fährt zurück. Ja, da kommen die Rekruten von oben an. Alter, da oben kommt Verstärkung. Ja, und der KW1 kommt auch noch angerollt. Also, da war das die richtige Wahl auf jeden Fall. Aber Falli ist in der Mitte, wenn er aber jetzt suppressed. Da kommt Smoke. Ja, um zu cappen, ohne dass ich mir das MG einfange. Oben hätte ich ein bisschen weiter vorfahren können. Ja, P4 gegen Guard und Maxim. Schießt sie da eifrig raus. Fallis müssen weg, aber
Bundle Nate auf das Maxim, Hälfte des Lebens weg. So, Rekruten cappen die mittlere Siegmarke. Mike hat keinen Fuel-Punkt, aber er hat eh so viel Fuel in der Hinterhand, das kann mir jetzt egal sein, erstmal. Und Munition. Ah, Munition hat er auch in der Hinterhand. Kann notfalls Sturmovix rauspacken. Genau. Beide Spieler mit guten Überflügen. Wobei, ich kann mir keinen Überflug leisten. Nein, gerade nicht, aber... Irgendwann. Frontenläufer. 1000 Manpower, 500 um. Fuel, ja, der... Ist nicht. Ja, hättest du nicht... Ich guck mal. Also... du hättest hier zum Beispiel ein Like leisten können. Oder ein Uhu. Ja, das hätte gepasst. Oder? Gucken wir mal. Warte. Also, so, hätte gepasst. Oder ein Uhu. Ein Uhu hätte vielleicht auch was gehabt, dann hättest du immer gewusst, wo die gegnerischen Einheiten sind. Und die Garde droppen beide PTRS auf dem Moneypunkt, müssen jetzt auch weg. Garde legen sich. Garden, genau. Schön. Besser kämpfen zu können. Muss der P4 da auch weg gegen den KW1. Ja. Und hier in der mittleren und der oberen Munitionspunkt habe ich den Garten 2 PTR 2 Panzerbüchsen rausgeschossen. Ja. Und die liegen dort auch noch. Ja gut, ich sag mal so, wenn man sich die Garde jetzt anguckt ohne die Panzerbüchsen, die sind jetzt bei 23 Kills. Wir werden dazu am Ende der Runde nochmal gucken. Ja. Jetzt bei 40 Minuten. Weil auch immer enger. Ich bin jetzt im Late Game nicht mehr böse, dass die Guards ihre PTRS verloren haben. Eigentlich ist es sogar besser, dann sind sie stärker. Ja, sind sie besser gegen Infanterie, genau. So, Wett 4 P4 schießt auf das Maxim. Ah, die Rekruten rücken vor. Haben sie jetzt mal die Anti-Tank-Nades? Immer noch nicht. Das ist alles psychologische Kriegsführung von Mike. Das ist alles ein Plan. Weil mittlerweile merke ich, dass es Bluff ist, weil sonst wären sie schon längst. Sturmofix kommen. Ja, auf die Volksmassen. Da wird ordentlich was rausgeknallt. Und sogar auf mein armes Püppchen, das für den Backup da zuständig ist. Es hat doch niemandem was getan. Und jetzt muss ich schnell zurück. Hauptschild da und Blitzkrieg weg und. Bah, und die SU-85. Das ist ein Jagdpanzer. Mit 4 P4 goes down. Aber Fronti ersetzt ihn sofort. Durch einen Panther. Panzerkampfwagen 5 Panther. Mal gucken, was er mit dem dann so treibt. Fronti immer noch nicht das T2. Also, haben wir gerade schon angesprochen. Das hättest du ja auf jeden Fall holen können. Ja, das weiß ich. Im Nachhinein hätte ich mir das wirklich holen sollen. Aber siehst du, da hast du was gelernt fürs nächste Mal. 400 Fuel ist ungewöhnlich fürs OKW. Nö, ist in 1 gegen 1 gar nicht so ungewöhnlich bei so langen Runden. Ich hab gehört, das OKW hat immer ein Treibstoffproblem, aber gut. Also generell mit Ressourcen. Ja, das ist ja, glaube ich, dann eher darauf bezogen, dass sie so schnell wie möglich, wenn sie so schnell wie möglich einen Panzer haben wollen, oder wenn es intensiv ist und ganz oft Panzer kaputt gehen, dann vielleicht aber so. Konntet ihr ja eigentlich immer eure Panzer behalten. Dann habt ihr natürlich viel Fuel. Sie sich in Süden rum. Genau. Captain die Muni. Können aber nicht zur Siegmarke wegen der Flakstellung. Das ist natürlich SU-85. Sehr gut. SU-85. Bearbeitet. MG gewiped. Ja, die ganze... Da ist der Konterblock. Die ganze Volksmasse rennt rein. In der Hoffnung irgendwas zu finden, was man zerschreddern kann, aber... Düsen rein. Der Führer KW1. Hat befohlen, wir müssen und angreifen. Für den Führer. Jetzt der KW1 schießt in die rein, negative Deckung. Und macht nichts. Ja. Rücken weiter vor, ein paar Volks- und Sturmdüsen mit der Hinterhand. Und noch eine Faust, kommen die doch Pioniere, nicht. Pioniere kommen raus. Panther rückt Panther. Kriegt er jetzt KW1. Bearbeitet den KW1, schon auf der Hälfte des Lebens. Er düst weiter vor, weil wo ist der P4? Ah, keine Reparatur. Ich weiß, dass er eine U ist und... Ja, da muss er weg. Jetzt kommen noch die Rekruten ran. Haben sie jetzt? Nein, haben sie... Jetzt haben sie die Nades. Doch, jetzt haben sie die Nades. Fronti auch gecuttet? Ja, das habe ich sehr lange Zeit nicht gemerkt.
Ja. Und obwohl ich hier das T3 so hingestellt habe, das. Ah, hast du keine Sicht gehabt. Ja. So, da holt sich Frontin Maxim. Und ein Rekruten-Vibe. Und da kommt der zweite. Ja, böse auf negative Deckung. Wett 5 Volks. Ja, auch, aber Fallis vor allem. Da kommt der Sturm auf Fick. Zerschreddet die Fallis. Richtig schön runtergeschossen. Die Fallis, das war richtig fies. Ach, nun hab ich nicht, du hast auch Manpower. Ja, eben. Ja, aber das Wett kann man nicht durch Manpower ersetzen. Leider. Ich versuche hier eine Flakstellung hinzubauen. Du hast die Fallis nicht verloren. Wett 4, Wett 5 Fallis. Sehr schön. Oh, Püppchen und Wett 2 jetzt. Flakstellung im Bau. Sturmpioniere arbeiten tapfer unter Feuer. Und jetzt wird gebaut und fertig. Ja. Ein bisschen aber geholfen hat sie schon, würde ich sagen. Weil du eh so viele Ressourcen hast. Nate. Ah. Jürgen läuft, Püppchen Jürgen läuft und Jürgen kommt raus. Wohl, man muss natürlich auch sagen, das Ding kostet. Ah, hier sehen wir es nicht. Popcap, oder? Alter. Vier Stück, Püppchen. Immerhin. Es aber hat noch niemand was getan. Ziemlich preiswert, ja. Das arme Püppchen. Oh. Okay, das hat ein bisschen länger gedauert. So. Zum Glück ist es noch raus. Noch 10 VP. Jetzt ganz schnell die Siegmarke cappen. Ja, jetzt macht sich meine Sieg, meine Todsünde bemerkbar. Ungeduld, denn jetzt kommt der gesamte Block von. Jetzt kommt der Block, der Angriff. Grauend, angeführt vom Panzer 4. Und jetzt das große Problem: Panzer. Panzer ist low. Und T2 wäre das anders gewesen. Aber der P4 greift an, bounce erstmal. So, jetzt kommt die macht sich ein guter Angriff. Panzer. Rüllt. Panther, ran, auch sehr low. MG34 feuert. Los, suppressen. Ich muss ein bisschen. Oh, weg, P4, weg. Bisschen vor. Schnell. Und weg ist er. Der kommt nach Hause. Die Garten legen sich faul auf den Boden hin. Genau. Schmeißt sich da wieder in den Dreck, damit sie nicht suppressed werden. Werden suppressed, aber machen mehr Damage so. So, ich habe jetzt mal ein bisschen an den Timer rum. Ganz kurz, ich habe gerade ein bisschen am Timer rumgespielt, weil ich gerade in quasi bei den Sturmpios, was sie bauen können, zugeguckt habe. Wie viele Sekunden seid ihr jetzt? 30, 46, 50, 51, 52, 51, 54, 55. Okay, dann warte, ich mach mal ein bisschen. Jetzt wird erstmal alles geleckt. Oh, das war zu viel. Geheilt. Okay, jetzt bin ich wahrscheinlich vor euch, aber ist egal. Ja, schwere Verluste. So, jetzt kommt eine Katjuscha an, gegen den Blob. Rekruten versorgen das MG34 mit neuen Männern. Good work, würde ich dazu sagen. Genau, die neuen Rekruten wurden an die Front geschickt. Hier, stellt euch mal dahin und guckt bei dem MG zu und dann lernt ihr was. Nein, die Garde, die dürfen liegen, die müssen nicht stehen. Ja. Elite-Soldaten dürfen liegen. Rekruten müssen hocken. Der Scheiß Maximilian G in der Kirche nervt ein bisschen, aber gut. Ja. Fallis holen sich gemeinsam einen Cut-Off, der andere rennt weiter. So, 100 VPs zu 8. Knappes Ding. Fronti voll am Popcap. Mike nicht, aber er hat auch nicht alles wie ein Faust. Dafür ist keine Zeit. Der T34 ist zwar im Bau, aber da kann ich rauskommen, wenn ich nichts verliere. Aber ich habe vor, was zu verlieren. Oh, sehr schön. Vor Simmer Valerant. So, ne? Genau. So. Für den Kommunismus, schön. Für Stalin. Aber er ist natürlich eine große Schwäche, auch wenn Frontier nicht das Tier 2 hat. Er hat immer noch 2 Sturmpios. Und Mike hat nur ein Pio, nicht mal gewettet. Und bei mir 2 Wett 5 Volks, der eine ist Wett 4, ein Wett 5 Falli und ein Wett 4 Falli noch dazu. Ja, also Infanterie. Ich kann leider Kampfkraft mit Wett 3 dienen, mehr habe ich leider nicht. Ja. Yes. Hast du verloren trotzdem. Und das jetzt hast du da nicht. Frontier hat's. Basement.
Wichtig, er hat wieder einen zweiten Sturmwegangriff verfügbar. Genau, Frontin nicht. Ace so, mit auch Advanced Taktik hat den T-36 76 bereit, kann ihn sich noch nicht holen. Aber Maxim auf die Kirche. In die Kirche, das war schön reingeschossen. Und Kirche kaputt, war, MG auch kaputt. Da kollabiert sie. Und jetzt kommt sofort der T-36. Ja, sehr schön. Da rollt er rein. P4 schaut in die Mitte rein. Gerade erwarten ihn, Sturmowick gerufen. Genau. Ist vom KW-1 gefressen, Motorschaden. Oh, und heldenhafter Angriff. Aber ich kriege hier einen Volks retreated, aber... Der schafft es nicht raus, die Sturmowick ist gnadenlos. Püppchen baut sich auf, schießt auf den KW-1. SU-85 wäre vielleicht das bessere Ziel. Volks werden zusammengeschossen. Panther wird zusammengeschossen. SU-85 geht raus, KW-1 rollt vor. Auch schon wieder zwei. Püppchen muss raus. Der nächste Volks. Ja, der... 34. Priorität auf Fahrzeuge, flankiert den Panther. Ja, ja, Panther... Panther dreht sich, versucht rauszukommen. Schafft es den... Down. Ah ja... Panther bewegt sich durch den T-34-76. Schafft das? Noch eine Main Gun. Die werden 5 Fallis, die müssen sehr low werden von den... 5 Fallis. Lauft schnell! Lauft die da, lauft die anderen die ersetzen sie. Die Garde schaut schon rein. Und Cap durch. Weil noch 8 Cap BB. Durch, ja. 7. Die Cap. 6 wie 6. T-34-76 flankiert das Maxim. KW-1 ruckelt rum, beschießt die Infanterie. Wer hat sich Sturm Pius 4? Ich will den Scheiß-Camp noch behalten. 4 VP, 3 VP. Ein Sturm Pio raus, nur noch ein Wett 4 Sturm Pio. Oh. Und 2, 1. Ein dreckigen VP. Oh, da steht sie. Ich hab alles quasi verloren. Obwohl, Ein Angriff. Der alles entscheidet. Oh, jetzt Flieger, Fallschirmjägerabwurf bei der oberen Siegmarke. In der Hoffnung, dass da nichts steht, dass da alles schön im Süden ist. Die Garde liegen auf dem Boden, schießen auf die Fallis. Oh, aber schön erstmal mit Nate. Erst schön mit dem Rauch gedeckt. Sofort. Püppchen rollt auch ran. Für eine Nate, leider. Scheiße. Ja. Das ist schön, ne? Weil die Garde, die liegt da nur blöd rum. Kommen da außen rum. Sehr knapp. Front ja auch nur noch mit 60 VP. Weil die flankiert das Maxim, aber müssen da jetzt auch weg, weil da kommt der T-36. Und er schießt. Schießt. Das Püppchen ist sofort der VD raus. Schießt nicht. Ja. Jetzt geht's auch nach Hause. Ja, mit zwei Models. Panther wird repariert, aber hier das große Problem mit dem Repair. Erst mussten die Sturmpios aufhalten, er musste sie ja nachbauen und dann kann er jetzt anfangen zu reparieren. Das bedeutet, die Panzer brauchen etwas, bis sie wieder aufs Feld kommen können. Oh, wieder Fallschirmjäger? Das ist sozusagen der verzweifelte Angriff. Das ist einfach nur. Ich hätte jetzt zwei bauen sollen und King Tiger raushauen sollen, anstatt, wenn man so berechnet, 380 mit mal. Granate? Fallis Deutschen? Ja, klar, das war so. Die 34 charged rein. Fallis. Schießt. In der Hoffnung. Drückt sie weg. Faust. Nein, dann müssen sie wieder weg. Und die Wett 5 Volts. Komm raus. Aber die Fallis nicht. Oh, der KW-1. Schöner Snipe. Auch schon mit 17 Kills. Und die Garde liegen da immer noch. Und sehr schön, die Katjuscha, die hat noch 0 Kills, kein Wett. Das kein Wett. Die braucht Mike einfach nicht. Leben am Limit, ein VP, aber. Genau. Und in der Mitte liegen Garde in der Sonne und Sonnenlicht. Oben liegen Garde in der Sonne und Schatten sich. Nein, Schatten ich nicht. Und der Sonnenlicht doch. Ich ganz ehrlich, dass die zwei bauen sollen: Repair und King Tiger, anstatt zwei Fallis und zwei Pios. Hättest vor, dass die zwei haben müssen und ja, vielleicht hättest du dann King Tiger bringen können dann in dem Moment. Überleg mal hier, 600 Fuel und 2x300. Es hätte geklappt. Also, schon. Rekruten auf den Boden! Ja, die ersten Fallis ist auch blöd, du hättest sie halt hinter dem Maxim von sowieso schicken müssen. Fallis schaut schon rein.
Funny ist, ja, aber da ist das Maxim. Smoke. Ja. Aber die Garde liegen da im Weg. Und die Jungs liegen auf dem Boden. Ja. Angriff auch oben. Wert 5 Volks. Rekruten haben sie auch. Die Rekruten haben sich zu der Garde gelegt. Abwehr 3 dürfen die Rekruten auch liegen. Das blöde Ziel komme ich einfach nicht mehr durch. Ja, ja. Oben T34 und eine SU. Und unten ein KV1. Ja, auch wirklich das Problem. So, da kommen jetzt die Sturmpius an. Die P4 ist halt auch noch nicht repariert. Püppchen die Crew. Mal ein Sturmpius rennen rein. Kommt wieder Smoke-Deckung. Jetzt Clemens Voroshi noch bald. KW1 crusht die Sturmpius. Da hat er auch einen Wipe geschafft dadurch. Jetzt aber schnell zurück in den Nebel. Genau. Den Freundteam, der netterweise hingesetzt hat. Die scheiß Garde liegen immer noch drin. Ja. Stormfuse müssen weg. So, noch 8 VP. 8 zu 1. Ja. Schafft Fronti noch einen magischen Angriff. Leider die P4, das ist halt das Problem, ne? P4 und Panther. Panther ist ja ready, aber P4 nicht. SU und T34, die könnten. Und KV1, die könnten das ohne Probleme wegpushen. Ja, das Problem, aber hättest du repaired, dann hättest du vielleicht da mal den KW1 rausnehmen können, ne? Also, der fehlt jetzt einfach das Repair vom T2. Katyusha greift an, Katyusha greift an, auf die Fallis zu und vorbei. Dann lass mal die Statistik sehen, wie sieht's denn aus? Ja, vorher die blutige Hinrichtung durch die Katyusha erleben musstet, die Fallis überfahren wollte. Ja, ja, das wollte ich. Ich kann's mir nicht ansehen. Die 29 Kills, Fallis. Ja. Achso, die Garden hatten am Ende 47 Kills, ja? Der Trupp ohne PTAS. Wollten wir darauf achten. 47, bei mir haben sie nur 43. 43? Okay, dann habe ich es falsch im Kopf gehabt. Sorry, bin auch nur ein Unmensch. Meine zwei großen Fehler. A, bei dem Angriff alles verheizen und nicht früher retreaten. Meine Todsünde, die Ungeduld. Und das zweite Fehler. Also das größte, also ich finde das Problem, was ihr beide gemacht habt, das hat Mike im Midgame gemacht, das hast du jetzt am Ende gemacht, ihr habt eure Infanterie, ihr wolltet halt Druck machen, auf die Siegmarken vor allem dann, und seid mit euren 3 Infanterieeinheiten in den Panzer reingerannt und habt einfach nur Manpower darin verloren und musstet euch eh retreaten. Das war der Fehler dann, also... Bei Mike war es dann fast schon schlimmer, fand ich, weil dann hätte er viel früher einen KW1 haben können, der ja auch eine gute Arbeit gemacht hat, eben um seine Linie zusammenzuhalten, gewissermaßen. Und am Ende hast du dann halt auch den Fehler gemacht. Du bist dann oben teilweise entweder nur mit deiner Infanterie oder nur mit den Panzern erst reingefahren. Und ja, so konnte das gar nicht klappen. Zum Beispiel diesen riesen Angriff mit der Infanterie, die einfach reingecharged ist. Da konntest du nichts gewinnen, da stand ein KW-1, der hat die einfach alles zusammengeschossen. Also, hättest du da die Panther und so ready gehabt auch, die waren dann erst später da und es war ein bisschen schlecht getimt dann. Ah, das ist meine Todsünde, Ungeduld. Ich wollte unbedingt diese eine dreckige Siegmarke runterbringen. Ja, leider, aber ansonsten finde ich, habt ihr eure Kommande auch schön benutzt, sage ich mal. Gut. Der Commander von Aceman ist ja auch. Ist halt, ne? Ein Allrounder. Ist ein Allrounder, das also, sieht man eigentlich immer alles. Ja, zumindest vielleicht nicht Kanonenhaubitze. Mit dem Gameplay mit Rekruten, wenn man das immer spielt, ist er quasi immer dabei. Ja. Und Fronti hat alles von seinem Commander benutzt, auch hier die. Flakstellung ist natürlich sehr schön. Alles hat er nicht benutzt. Er hätte noch schwere Befestigungen bauen können mit Leben okay. Und so. Stimmt. Er hat alles irgendwie aus den Fähigkeiten benutzt. Ich meine, die unten die Flakstellung, die hat auch geholfen. Die oben hielt nicht lange, das war klar, aber. So, dann gehen wir mal zu der Statistik. Wo wir weitermachen. Hilfsverhältnis geht noch.
Also für beide, gerade wenn man Rekruten spielt, hat man eine größere Einheit verloren, als man Kills macht für in den meisten Fällen. Weil Rekruten sind aus Zucker. Und ja, Schaden, Acement, ja. Ist auch ganz klar. Gut, wahrscheinlich deine Panzer beschädigt. Gleich seht ihr auch die Statistik. Ja, liebe Leute. Dann sind wir jetzt am Ende der Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nein, hey, warte noch. Erst noch die Statistik. Das ist noch laden. Also, ja, ich muss dir erst noch zeigen. Ja, ich zeig's ja eben. Also, ordentlich Verluste, ordentlich Damage auch. Mike mit 60.000 Damage. Und er ging ja auf 55 Minuten. Ja, dann. Bei Fronti waren die P4s natürlich sehr gut. Fallschirmjäger. Volks. Man sieht an der Zahl der Infanterieverluste auf beiden Seiten, dass es doch ein Massaker an Infanterie war. Ja. Die SO85 war das Wichtigste bei Mike. Ja, kann man definitiv die bestätigen. Die hat ordentlich Damage am P4 gemacht. Die hat halt schön Druck auf die P4s gemacht, genau. Ist auf Abstand gehalten. Ja. Dann das erinnert mich an einen Revanche, aber tja, mein Mann habe eben schwedische UKWler, denn anders als beim Spiel gerade eben, Deutschland zwischen Schweden, ja, war es halt eben nicht das Glück auf meiner Seite, sondern auf Mikes. Okay, dann war kein Glück, es war die Geduld ins Late Game zu kommen. Ja. Ja. Okay, dann mit diesen Worten verabschieden wir uns. Wir freuen uns über Feedback, ja. Genau, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir haben es diesmal, ja, das war jetzt diesmal ein 1 gegen 1. Ich hoffe, ihr interessiert euch wenigstens ein bisschen dafür. Und ja, sagt euch, wie es euch gefallen hat. Ob ihr vielleicht auch mehr 1 gegen 1 wollt, könnt ihr ja gerne schreiben. Und dann sag ich ciao. Ciao. Bis bald.